Hallo, mein Name ist Petra Wasiluk. Mein heutiger Gast ist die Triathletin Daniela Pleimel. Uns beide verbindet eine lange Freundschaft. Ja, heute laufen wir wieder gemeinsam, weil es in der Gemeinschaft einfach leichter geht. Und ich bin gespannt, was Dani uns über ihr Training verraten wird. Ja, Dani, das Laufen verbindet uns schon seit vielen Jahren. Momentan haben wir wieder zueinander gefunden, weil wir mehr miteinander trainieren. Kerneinheiten sind wir zusammengelaufen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Es war sehr inspirierend und auch sehr motivierend, mit dir zu laufen. Wie war das so für dich? Ja, das stimmt. Also wir kennen es ja wirklich schon ewig. Du hast mich auch mehrere Jahre im Triathlon trainiert. Und für die Langdistanz oder überhaupt im Triathlon ist das Laufen natürlich eine sehr wichtige Disziplin. Also oft fallen da einfach die Entscheidungen. Und dann da von einem echten Laufprofi die letzten Tipps und Tricks mitzukriegen. Also siehst halt einfach auch jede Kleinigkeit, die ich da falsch mache, da ist einfach noch eine Menge Potenzial und das hilft dann enorm, wenn man da jedes Mal dran erinnert wird. Ja, Dani, was motiviert dich an einer Trainingsgruppe? Bei mir ist es so, dass wenn ich mit Leistungsstärkeren zusammen trainiere, komme ich immer noch mal ein bisschen mehr aus der Komfortzone raus und kann mich dann auch manchmal noch mal ein bisschen mehr quälen. Wie ist das bei dir? Ja, gerade beim Laufen ist eine gute Gruppe extrem wichtig, also auch wenn man im Rennen dann natürlich alleine ist oder auch viele Einheiten alleine trainiert, hilft eine gute Gruppe einfach extrem, sich über Tiefpunkte, die im Training auf jeden Fall kommen. Also ich muss nur ans letzte Training denken, das lief einfach viel, viel leichter. Das wäre ich niemals alleine gelaufen und macht unheimlich viel Spaß, motiviert. Und ja, so dieser letzte Schliff, den gibt einem einfach die Gruppe mit. Ja, als Mainova-Botschafterin bereitest du Sportler auf den Mainova Ironman Frankfurt vor. Welche Tipps gibst du ihnen mit an die Hand und vor allen Dingen, wie motivierst du sie? Ja, ich hab ja vorhin erzählt, wie sehr mich eine Trainingsgruppe motiviert und das gebe ich halt auch genauso gerne den Hobbysportlern und Breitensportlern weiter, weil die einfach auch total dankbar sind und man da sieht, was schon Kleinigkeiten bewirken können. Und die Mainova gibt uns da einfach eine super Plattform, die Leute zu motivieren, einfach mit kleinen Tipps weiterzuhelfen und zusammen Sport zu machen. Und ich glaube, dass man auch ganz viele Leute dadurch inspiriert, überhaupt mit dem Sport anzufangen. Und das macht total viel Spaß, da Teil davon zu sein und einfach mein Know-how weitergeben zu dürfen. Ja, vielen Dank, Dani. Wenn euch das Training in der Gruppe auch liegt, dann freue ich mich über einen Kommentar unter diesem Post.